Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute gibt es ein Video zum weltexklusiven Battlefield 3 Community Event in Köln. Ich war also einmal mehr für euch unterwegs und auf die Einladung von Electronic Arts konnte ich die neuesten Eindrücke aus dem Multiplayer vom Battlefield 3 mitbringen. An insgesamt 13 richtig fetten Rechnern konnte das Ganze angetestet werden und da ab dem 1. August eine Menge neue Infos zu Battlefield 3 erscheinen werden, geht's heute erstmals vornehmlich darum, euch ein paar Infos und Eindrücke aus diesem Event mitzubringen. Wie schaut sowas aus? Was geht da ab? Hat's mir Spaß gemacht oder nicht? Und ich kann direkt vorweg sagen, na Logo hat das Spaß gemacht. Mit der nagelneuen Frostbite 2 Spiele-Engine hat DICE auf jeden Fall ein richtig heißes Eisen im Feuer und obwohl es jetzt nur die Alpha-Version war, kann man sagen, das sah schon richtig geil aus und wenn im Herbst dann Battlefield 3 erscheint, denke ich mir, werden wir eines der Grafik-Highlights des Jahres erleben. Mit der persönlichen Einladung für den 22. und 23. Juli im Gepäck habe ich mich dann auf den Weg nach Köln gemacht und habe mich wirklich auf den Tag gefreut und Electronic Arts erneut besuchen zu können. Das Video entstand jetzt am ersten Tag und ausgewählte Communities waren dort eingeladen, Fanseiten, Clans und solche Geschichten und auch mit dabei war Stefan Paul Weber von der Console Sports League. Gemäßigtes Wetter draußen, aber heiße Stimmung drinnen, so soll es ja eigentlich sein. Und jetzt geht's erstmal ab nach drinnen zu EA. Vorbei an der Empfangsdame, mal kurz rasch das NDA-Abkommen abgegeben. Das ist eine Geheimhaltungsvorschrift, die bewirken soll, dass keine geheimen und vertraulichen Informationen nach draußen geraten. Begrüßt wurden wir vom deutschen Battlefield 3 Community Manager Andreas Koch hier im Bild und mit anwesend war Daniel Matros, der Global Community Manager at DICE für Battlefield 3. Nachdem sich unterschiedliche Teilnehmer vorgestellt hatten, wie hier im Bild Kolga vom Crysis HQ oder auch Crysis 2 Community Manager Doc Durchschnitt, ging es dann noch mit einigen Erklärungen weiter und alle fieberten eigentlich dem Multiplayer-Erlebnis vom Battlefield 3 entgegen. Ab dem 1. August werden wir dann über die spielspezifischen Inhalte bzw. den Erlebnissen, die wir dort vor Ort sammeln konnten, berichten und so wurde uns als erstes einmal der Battlelog vorgeführt, der sich sofort als sehr nützliches und sehr intuitives Tool auszeichnete. Man kann sich das so ein ganz klein bisschen vorstellen, vielleicht wie so Social Networking und die Vermischung mit Statistiken, Freundeslisten und all solchen Geschichten, muss ich sagen, hat wirklich super funktioniert. Wir haben das als erstes ausprobiert und muss ich sagen, klasse Sache. Hier könnt ihr sehen, da liefen gerade die Drähte heiß und alle Leute sind schwer mit dem Battlelog beschäftigt. Gespielt wurde das Ganze auf i7 Prozessoren und Nvidia GTX 580 Karten und für die nächsten Stunden war dann eigentlich niemand mehr ansprechbar. So ging es dann richtig heiß her im Multiplayer-Gefecht und gerade der Modus Rush auf Operation Metro war schon sehr abwechslungsreich und das sind diese Gameplay-Szenen, die man aus dem aktuellen Multiplayer-Trailer kennt und man kann sagen, diese riesigen, weitläufigen Multiplayer-Karten mit diesen ständigen Übergängen zwischen den ganz engen Kämpfen in der Metro und diesen offenen Feuergefechten und den weitläufigen Landschaften draußen, das war schon richtig großes Kino und auch ein sehr abwechslungsreiches Gameplay. Ja, wie einfach schon gesagt, die Frostbite 2 Engine rockt da richtig los und gerade was es da so an Rauch, Beleuchtung und so zu sehen gibt, ist einfach mega genial und fantastisch. Also wenn ihr die erste Rakete wegfliegen seht und wie die den Rauch hinter sich herzieht, dann schwöre ich euch, bleibt euch der Mund offen stehen. Also mich haben auch so Szenen beeindruckt, wie Mündungsfeuer irgendwie den Tunnel erhellt hat und solche Geschichten. Das war wirklich richtig geil und ich freue mich einfach drauf, in Zukunft noch mehr zu Battlefield 3 berichten zu können. Battlefield 3 wird ja auch für die Xbox 360 und die PS3 erscheinen
Und so war das Motto No Luck, No Skill an dem Tag wirklich für mich und Stefan Paul Weber alias Speedy quasi typisch, weil wir uns ja mit Maus und Tastatur nicht ganz so gut auskennen. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, mit dem Teil trotzdem auch mal einen Kill zu machen. Wie kann man nur mit Maus und Tastatur Shooter spielen? Das wird also sicherlich ein spannendes Thema werden, wie das Ganze noch auf der Konsole umgesetzt sein kann. Und da freue ich mich eigentlich besonders drauf. Daniel Matros von DICE spielte dann auch die ganze Zeit mit uns und sein Gameplay wurde immer parallel auf die große Leinwand übertragen. Und das war schon großes Kino, einfach jemandem zuzuschauen, der beruflich den ganzen Tag mit Battlefield 3 verbringt. Das war schon geniales Gameplay. Und überhaupt, was DICE momentan mit der neuen Frostbite Engine 2 so leistet, ist absolute Höchstleistung an Charakteranimation. Das Rendering, Sound war sehr, sehr geil. Und überhaupt, dieser Realismus, der beim Spielen vorherrscht, ist echt eine richtig starke Show gewesen. Ja, für all diejenigen, die sich noch nicht so viel mit Battlefield 3 beschäftigt haben, das wird das größte Battlefield aller Zeiten und von städtischen Straßenkulissen bis zu riesigen Landschaften wird das eine beispiellose Tiefe an abwechslungsreichen Gameplay und Map sein. Die klassischen Modi wie Rush und Eroberung sind auf jeden Fall wieder mit dabei, aber zum Beispiel auch neu eingeführt Team Deathmatch als klassischer Modus wird genauso gespielt. Erstmals bei Battlefield wird es auch eine sehr umfangreiche Koop-Kampagne geben, über die in den nächsten Tagen auch weitere Infos wohl veröffentlicht werden. Und das Ganze ist aber sehr separat gehalten, das heißt, wir haben Singleplayer, wir haben Multiplayer und zusätzlich diese Koop-Kampagne. Das Battlelog-Feature wird dann dafür sorgen, dass ihr besonders am PC auch schnell immer Spiele findet, Server auswählen könnt, mit Freunden joint, Gruppen bildet und solche Geschichten. Und das Ganze wird aber auch auf der Xbox 360 und der PS3 angewandt. Inwiefern das da zum Trage kommt, werden wir dann wohl auch im August erfahren. Mir persönlich hat es noch besonders gut gefallen, wie sich auch die Umgebung durch die Frostbite 2 Engine in Battlefield 3 zerstören lässt. Hier sehen wir auch ganz schön, wie dann so einzelne Ziegelsteine und sowas wegfliegen. Das war wirklich geil gemacht und ihr könnt damit auch Gegner töten, wenn gewisse Häuser, Fassaden einstürzen und solche Geschichten. Und dass sogar ich und Speedy hier und da mal einen Kill gemacht haben und sogar einen Knife-Kill, was jetzt hier aus einem Gameplay-Video stammt, das war wirklich stark und da gab es dann immer doppelte Freude bei uns. Ich bin ja jetzt kein reiner Battlefield-Experte und umso positiver ist es mir eigentlich aufgefallen, wie intuitiv dieses Teamplay ablief. Man konnte also auch ohne große Vorkenntnisse im Modus Rush wirklich mit seinem Team einsteigen, Kills machen, Punkte belagern und so weiter und so fort. Und das ist ein Teil, was dann auch wirklich für alte Hasen aus Battlefield, aber sicherlich auch für Neulinge sehr gut spielbar sein wird. Nach vielen Stunden Battlefield 3 zocken und heißen Runden im Multiplayer ging es dann noch zu so einer Q&A-Runde, wo einfach Fragen und Antworten gestellt wurden. Und das war wirklich ein sehr lockeres Gespräch, da zeige ich euch jetzt noch ein paar Szenen draus. Ja Jungs, dann habt ihr euch ja nur alle mal so den ersten Eindruck von Battlefield 3 verschafft, sag ich mal. Die meisten sehen recht glücklich aus, oder? Sehe ich das falsch? Ja, hinten kommt ein Daumen nach oben, das gefällt mir gut. Die Multiplayer-Maps in Battlefield 3 werden unsere größte Maps sein. Wir haben nie so große Maps gehabt wie in Battlefield 3. Lass mal auf Englisch beantworten. Also, wir haben ja gesagt. Das war nicht sehr englisch, ne? Versuch's doch mal auf Deutsch, ich helfe dir schon. Nee, es geht. We were a DreamHack, we had a purpose, DreamHack. So we went there, we put up a booth, we invited an esports audience. And our goal is to have an esports focus. We know what features are required, we know what players are attracted to esports, we know what the trends are in esports. So we're definitely aiming for an esports support, not confirming any features. Yes. We had that in the alpha trial build, in the alpha build before the alpha trial. We removed it because of design purposes, because of gameplay purposes. Purpose of the alpha trial is to try out the server infrastructure
and also the client, not additional content in the client. There will be flights you can shoot. Ja, hat man, auch, hat man auch auf der E3 gesehen. Da war das ja auch als Feature dick angekündigt. Das Lichter ausschießen und dann mit der Taschenlampe durch den Tunnel rennen. Das ist schon ein Bildschirm. Mit Day-Night Cycle. Don't comment. Im Moment ist der Squad Leader nur ein. Er ist wie ein Mobile Spawnpoint. Und er bringt das Teamplay vor. Du musst ihn ja immer schützen, du musst ihn reviven, du musst ihn ja Medikit schmeißen, du musst ihn Ammo schmeißen. Okay, aber beziehungsweise vergleichbar ist gegen den Commander, also in abgeänderter Form? Den Commander haben wir verteilt auf die vier verschiedene Klassen. Also was wir bei Commander in Battlefield 2 gesehen haben, das ist, dass nur zwei Spieler die Commander so richtig ausnutzen können. Und da haben wir in unsere Statistics reingeguckt und geschaut, dass das geht einfach nicht so. Also das ist so unbalanciert. Und jetzt ist Commander auf die vier verschiedene Klassen. So wie Supply, da hat der, wie heißt der, der Support Soldier Supply, Medkit hast du bei Assault und so weiter und so weiter. Und da gibt es ganz viele Gadgets, die für den Commander in Battlefield 2 waren, aber jetzt gibt es mehrere und bessere Gadgets in Battlefield 3 über die vier verschiedenen Klassen. Kannst du schon sagen, was ich damit da habe? Nee, kann ich jetzt nicht sagen. So langsam aber sicher kommen wir nun zum Ende meines Videos zum Battlefield 3 Community Event bei Electronic Arts in Köln. Und das Tolle daran war wirklich, das war weltexklusiv, das gab es bisher nirgendwo außer bei uns in Deutschland. Und da geht mein persönliches Dankeschön auch nochmal speziell an Andreas Koch und Daniel Matros, die beide Community Manager sind für Battlefield 3 und da wirklich hervorragende Arbeit leisten. Es ist einfach immer wieder genial, wenn die Leute, die für so ein Spiel zuständig sind, wirklich selber Gamer sind, die man auf dem Server trifft, mit denen man zocken kann, mit denen man lachen kann, mit denen man spielen kann und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ganz toller Tag und ich hoffe, euch haben die Eindrücke aus Köln ein ganz klein bisschen gefallen können. Ich verabschiede mich jetzt noch mit ein paar letzten Impressionen vom Event und wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch ein Abo und dann sehen wir uns spätestens zu den Battlefield 3 Videos wieder. Danke fürs Zuschauen und haut rein!